lasst uns die aventurische Geschichte in Runen schmieden. Hallo und willkommen zur neuen Folge der aventurischen Geschichtsstunde. Heute besprechen wir die Machtkämpfe in Zeta. Und zwar 9000 bis 8000 vor Bosporas Fall. Und wer wir sind, das ist einmal der Raphael. Hallo Raphael. Hallo. Und wieder der David. Hallo David. Hallo auch von mir. Und ich bin Dennis. Oder Ecke. Dachte, ich muss auch mal sagen, wer ich bin. So einige Fragen, du sagst nie, wer du bist. Weiß man denn nicht, wer hier erzählt sonst, ne? Genau. Und dann habe ich heute auch noch eine Frage bekommen, wieso wir so weit in der Zukunft sind. Also nein, wir sind nicht 9000 nach Bosporas Fall, sondern vor, also noch in der Vergangenheit. Und jetzt frage ich euch beide, bevor wir damit anfangen, gibt es noch irgendwas Neues zu verkünden? Hat Raphael jetzt endlich mal einen Auftrag von Ulysses bekommen, für DSA zu schreiben? Endlich mal, klingt ja fast so, als hätte ich nie was zu tun gehabt, aber ja, ich hatte letztes Mal ja angedeutet und wahrscheinlich nur, Dennis, weil du so viel Werbung gemacht hast, daran wird es gelegen haben, bin ich jetzt wieder in einem größeren Projekt involviert, gemeinsam mit David auch und einer ganzen Herrschar von Autoren, hätte ich fast gesagt, und da freue ich mich drauf, da geht's bald los, also ja, ist wieder gut was zu tun. Ah, super, dann schreibt ihr also, das Dreamteam schreibt wieder zusammen. Ich weiß gar nicht, ob wir so viel schon zusammen geschrieben haben, David. Ja, klar, in Torwall natürlich, ja. Da haben wir, da haben wir tatsächlich sogar Kapitel zusammengeschrieben. Ja, richtig. Also, ja, natürlich. Okay, und David, hast du noch andere Aufgaben im Moment oder bist du sonst soweit durch? Ich habe auch noch eine Sache. Da bin ich jetzt fast fertig mit dem Schreiben und habe dann den wenig, also für mich persönlich wenig bequemen Teil des Überarbeitens und Kürzens noch vor mir. Aber da habe ich eine Deadline, die jetzt auch nicht mehr so weit weg ist, das hilft mir dann immer, wenn man so einen festen Termin hat, wenn man weiß, bis dahin muss man fertig sein, bis dahin muss auch die Zeichenmenge stimmen, das darf dann nicht zu viel und nicht zu wenig sein. Das motiviert dann nochmal so auf den letzten Metern auch mal nicht mehr, sich irgendwann nicht mehr so gerne mit den eigenen Texten auseinandersetzt und genau, wenn ich das aber vom Tisch habe, werde ich mich auch, genau, wie Raphael, ganz auf das Neue dann konzentrieren. Mhm. Hast du schon gesagt, was es ist oder darfst du es sagen? Das ist noch nicht angekündigt worden, deswegen halte ich mich mal noch zurück, aber es hat was zu tun oder es geht in eine ähnliche Richtung wie das wie der Band zur Kräuterkunde, den es vor einiger Zeit gab. Also man kann sagen, du schreibst was in DSA. Es hat was mit DSA zu tun. Auf jeden Fall, genau. Es geht um Aventurien und Dinge, die dort passieren. Mhm. Sag mal, schreibst du eigentlich oder machst du irgendwelche Infos für Rabenkrieg, für einen Virtual Tabletop? Da oder bist du da völlig außen vor? Da sind Armin und ich tatsächlich relativ weit außen vor, weil die Texte, die verwendet werden, sind die Originaltexte, die auch im gedruckten Abenteuer vorkommen. Und was hier dazu kommt, das sind vor allem ja Kartenaufbereitungen und eben auch Aufbereitungen für Kämpfe, Auseinandersetzungen. Und das ist nicht so meine große Stärke, deswegen bin ich da nicht tiefer mit einbezogen. Der große Vorteil ist natürlich jetzt, dadurch, dass die Umsetzung erst erfolgt, nachdem die Kampagne komplett fertig ist, ist es sehr viel einfacher zu überlegen, was ist sinnvoll, weil man schon genau weiß, welche Örtlichkeiten oder welche Personen tauchen vielleicht häufiger auf. Und da lohnt es sich dann möglicherweise mehr Arbeit und Zeit in der Ausgestaltung zu setzen. Wir hatten zwar zu Beginn der Kampagne auch schon einen ganz guten Fahrplan, wo wir lang wollten, aber es ist ja immer so, wenn man fertig ist, weiß man noch besser, wie man es hätte noch besser machen können. Ja, wie immer. Okay, dann würde ich sagen, fangen wir mal an. Aventurien um das Jahr 9000. Wer kann mir denn da was sagen, wie da gerade der aktuelle Stand ist, sage ich mal. Ja, ich fange einfach mal an. Also gerade heute kümmern, wie du hast ja gerade schon angekündigt, die Machtkämpfe in Zeta. Da liegt unser Hauptaugenmerk mehr auf dem südlichen Teil Aventuriens. Genau, jetzt mal um die Echsen, die sich da als führende Macht in Südaventurien tatsächlich etabliert haben. Und Zeta ist ja die Metropole des Kontinents. Ich glaube, es gibt gar nichts Vergleichbares überhaupt an Größe und Macht. Und genau, wir erleben gleich mal, was Pöderkau so alles treibt in der Zeit. Ansonsten vielleicht noch ganz kurz, was ist in den anderen Landstrichen, die wir heute ein bisschen eher außen vor lassen. Wir hatten ja letztes Mal schon angekündigt, dass die Elfen aus dem Licht herauskommen. Das heißt, da in den Salamandersteinen trauen sich noch nicht so richtig raus, aber die Elfen sind jetzt mittlerweile da.
Und die Sumurra sind unsere menschlichen Vorfahren sozusagen, die unter Halvins Protektion stehen, sind auch am Rande der Echsenreiche, haben aber eher ein bisschen an denen zu leiden. Und ja, die Orks gibt es natürlich auch nach wie vor. Und ich glaube, der wesentliche Teil sind tatsächlich momentan die Echsen, auf die wir uns heute fokussieren wollen. Oder David ergänzt es gerne. Genau, würde ich auch so sehen. Es gibt noch also im Bornland die Goblins, die aber eben ja ihr Ding machen, für sich gelassen werden. Die Zwerge bleiben unter der Erde, da sind sie sicher und für sich. Und man hat schon so das Gefühl, es gibt auch noch ein paar andere Völker, aber die erleben in der Zeit keine großen Entwicklungen. Die bringen keine großen Anführer hervor oder haben jetzt auch wenig technischen Fortschritt oder kulturellen Fortschritt. Von daher, wie Raphael gesagt hat, liegt der Fokus vor allem auf den Geschuppten. Okay, dann fangen wir doch mal mit Pyrdarko an. Der hat ja sein Inselreich und irgendwie habe ich da gehört, das reicht ihm nicht mehr. Er möchte mehr. Was möchte er denn? Naja, er strebt dann wieder zurück nach ins eigentliche Aventurien und will dann dort auch gleich mal als Gott angebetet werden. Also er präsentiert sich in Cetar, wie man es in einem Historia steht, im Jahr 9032 vor Bosbarans Fall. Also da sind die exischen Chronisten sehr genau gewesen. Also sagen wir mal, um 9000 wird es gewesen sein. Und präsentiert sich dort eben als der Gott Pyr, der angebetet werden möchte. Und ja, da er über die Elemente herrscht, sind die Echsen angemessen beeindruckt und entscheiden sich auch gleich, den bauen wir mal einen prächtigen Tempel in der Stadt. Und also soweit gelungen, aber finden nicht alle so gut bei den Echsen. Ne? Also es gibt einige, die sagen, oder die von ihm auch gefördert werden, die ihn da eben anbeten, aber wie könnte es anders sein? Es gibt auch einige, die es gar nicht mögen und natürlich gibt es ja damals auch bei den Echsen schon genügend, die an Paios beten, auch wenn sie ihn, glaube ich, immer ein bisschen, natürlich, wie das gehört, die Vokale außen vor lassen, also bleiben wir wie Priss stehen und diese Priss-Diener halten naheliegenderweise nicht so viel von so einem zaubernden Drachen. Das heißt, die halten erstmal dagegen und können sich nicht mit einem Pyr-Glauben anfreunden. Ja, weil es genau wie du gesagt hast, nämlich so ist, also dass das Pyrdarkoier in ein Reich hineinkommt, was schon eine Götterwelt hat oder die Wesen haben schon bestehende Gottheiten, die sie verfolgen, verehren, wollte ich sagen. Und da sind eben Götter dabei, die weniger im Vordergrund stehen oder die vielleicht auch einen geringeren Machtanspruch haben, aber gerade mit den Priestern entsteht da sehr schnell eine Reibung, weil der Anspruch ein ähnlicher ist. Also Pyrdarkor sieht sich natürlich, oder auch seine Anhänger sehen ihn als den Größten und den Wichtigsten, und genau den gleichen Anspruch vertreten auch die Priester, und das führt dann zu einer Konkurrenz, die nicht nur theologisch, sage ich mal, ausgetragen wird, sondern eben auch ganz handgreiflich und bis hin zu Kämpfen und auch Morden und Duellen. Und das ist ist für Pyrdarkor einerseits ein Erfolg, also dass er Anhänger hat, die ihm so stark loyal sind, und gleichzeitig gefährdet das aber auch ein Stück weit wieder seinen Machtanspruch, weil eben diese Spannungen auch dazu führen, dass es eine Uneinigkeit gibt unter den Ex. Okay, also er tritt auf, er lässt sich anbeten und die Pypris-Kirche, also Pypris, es gibt Praios, so wie ich das hier verstanden habe. Genau. Ja, kämpfen jetzt, sag ich mal, mit Worten um die Seelen. Und dann hat Pyrdarkor gemerkt, irgendwie, ich muss ja meine Anhänger müssen beschützt werden, falls die anderen doch radikaler werden, weil umso eher die Macht von ihnen sinkt, umso radikaler werden sie und ihre Methoden. Also hat er seine Anhänger in die Stadt geschickt. Fanden doch bestimmt alle toll, oder? Ja, also erstmal natürlich, er lässt sich da ja nicht lumpen. Das heißt, er bringt Drachen und Leviathanim herbei, also schon etwas Beeindruckendes. Und erst einmal, das ist ein Dämpfer für seine Herrschaft, weil das tatsächlich, wie du so ja suggestiv schön andeutest, dass nicht so gut ankommt, wenn man hier erstmal die eigenen, ist ja fast so, ne, wie in einer Firma, ne, ein neuer Vorstand kommt, du bringst erstmal die eigenen Leute mit, ja, so ungefähr stelle ich mir das vor, und kommt nicht überall gut an, und insbesondere die Leviathanim, die ja, sag mal, seine Elitekrieger sind, die laufen den Marus eben den Rang ab, die bei den Echsen vorher da sehr, sehr aktiv waren, und
die Marus, die stolzen Krieger der Echsen, ja, fühlen sich da halt, wie das so bei stolzen Leuten auch häufiger ist, ne, dann natürlich nicht mehr ausreichend anerkannt und wenden sich von ihm ab dafür. Ja. So, das erkennt er tatsächlich aber auch und hätte selber nicht damit gerechnet. Also, es passt ja auch so ein bisschen zu seiner Hybris sicherlich. Ne? Alles, was ich mache, wird schon richtig sein. Und dass er erstmal die Drachen zumindest so ein bisschen aus Zeta rauszieht und sagt: Hey, gebt euch doch mal ein bisschen in der Nähe, haltet euch mal da auf, dass es nicht zu allgegenwärtig seine Macht, seine Lakaien sind, sag ich mal so. Ja. Und was dann hin? Entschuldigung, Marc, ja, machst du. Was ich noch ergänzen wollte, was hinzukommt, ist, dass eben, also Pyrdakos Anspruch so auf zwei Ebenen stattfindet. Das eine ist quasi der religiöse Anspruch, er will als Gott verehrt werden und dann will er auch ganz gegenständlich als Herrscher verehrt werden. Das heißt, er trifft auch ganz konkrete Entscheidungen und ist nicht nur ein ferner Gott, der sich verehren lässt. Und das sorgt dann auch dafür, es gibt ja, also gab ja auch vor Pyrdakos Zeiten in Zeta schon Herrscher, Könige, in der Regel aus dem Volk der Shintar, das sind diese Schlangenmenschen, die so Kobra-artige Köpfe haben und eben sich dadurch auszeichnen, dass sie unter den geschuppten Völkern besonders ja, intelligent sind, besonders klug, zu besonders großer, komplexer Zauberei in der Lage. Und mit diesen Shintar, beziehungsweise mit dem Königsgeschlecht, gerät Pyrdakos dann auch insofern in Konflikt, dass sich da eben dann Fragen stellen, wer entscheidet denn in welchen Themen und wer ist Herr über die Stadt? Unabhängig davon, ob jetzt er auch zugleich Gott ist. Und da gibt es den Iskzotl oder Xotl, Aussprache ist interpretationswürdig, der feststellt, dass eben mit Pyrdakos Erscheinen innerhalb von einer Zeit von mehreren hundert Jahren eben auch ein Machtverlust dieser Königsfamilie einhergeht und der dann ja so ein Stück weit sich die Macht zurückholen will, indem er von Pyrdakos verlangt, dass der Drache, der ja auch für sich in Anspruch nimmt, ein Gott zu sein, dass der Drache ihn quasi anerkennt, ihn als König und Herrscher von dem Reich von Zeta und das auch öffentlich tut. Und das ja, passt so gar nicht in Pyrdakos Vorstellung seines Selbstverständnisses. Und immerhin ist er ein Gott und ein Gott kann sich ja unmöglich einem Sterblichen, egal wie mächtig, unterwerfen. Und das gefällt auch nicht den Geschuppten, den Echsenwesen, die Pyrdakos anbeten. Und es kommt eben zu einem Aufstand gegen den König. Und in der Folge zeigt sich, dass Pyrdakos Gefolgschaft, seine Anhänger so viele geworden sind, auch so stark geworden sind, dass die in der Überzahl sind oder zumindest im Kampf mächtiger. Und der König ist dann gezwungen, sein Amt niederzulegen. Und er und auch die meisten anderen Shintar verlassen dann Zeta. Und suchen eine neue Heimstatt im Regengebirge. Das ist das Gebirge, was ein Stück südlich von Al-Anfa beginnt und sich dann hochschlängelt bis fast an die Ausläufer der Qom-Wüste. Und errichten dort eine neue Stadt namens Assisa-Sal oder so ähnlich ausgesprochen. Und führt einerseits dazu, dass Pyrdakos Macht gefestigt wird, andererseits ist das natürlich auch ein Aderlass für die Stadt, weil viele kluge Köpfe quasi verloren gehen. Ich würde kurz weitermachen, denn diese Stadt Assisa-Sal ist also keine Schande, wenn man die nicht kennt, auch unter den Zuhörenden oder ansonsten auch, die hält sich nicht so besonders lange, muss man ja klar sagen. Denn jetzt hat man sich dahin zwar zurückgezogen, die Shintere, und fühlen sich dort sehr sicher, ehrlicherweise auch, bekommen aber natürlich noch mit, was in Zeta läuft. Und in Zeta tatsächlich übernimmt auch ein Shintere, nämlich einer, der ein Pyrpriester ist, Oryxox, hoffentlich hier auch richtig beschrieben, die Macht und sicherlich auch ein geschickter Schachzug von Pyrdakos, der damit zeigen will, dass er nichts gegen die Rasse oder sowas hat, der Echsen, sondern dass diejenigen, die an ihn glauben, auch entsprechend mächtig sein sollen. Und dieser Oryxox wird halt neuer Herrscher der Stadt und die anderen Shintere halten das aber für besonderen Verrat, wollen ihn dafür bestrafen und senden ihm ein verfluchtes Artefakt, was ihn töten soll. Eine Krone, die beim Aufsetzen ihn tatsächlich tötet. Das war also ein relativ kurzes Intermezzo von dem Oryxox. Und leider liegen die Shintere ein bisschen falsch damit, wenn sie glauben, dass sie in dieser schönen Stadt Assisa-Sal besonders sicher sind. Denn
Uruk-Soks Schwester und folgende Thronerbin Rejaxo lässt sich das nicht nehmen. Sie wittert ihre Chance und kann in Pyrdakos Namen handeln und die Verräter bestrafen. Und ja, so kommt es, dass ein nur wenige Jahre währender Krieg die Stadt Azizas Zal in Schutt und Asche legt, sodass sie am Ende des Tages, wenn ich hier richtig rechne, gerade mal 70 Jahre existiert hat und deshalb auch wahrscheinlich heutige Abenteurerinnen und Abenteurer wenig Chancen haben, da etwas im Regengebirge noch zu finden. Also nach 70 Jahren ist die Stadt Geschichte und die Schintere im Wesentlichen auch. Naja, diese Rejaxo ist natürlich noch da als Herrscherin, aber ansonsten hat man nicht mehr viel übrig gelassen. Ja, und damit kann man sagen, ist die Machtfrage erst einmal durch, oder? Könnte man denken. Es zeigt sich aber, dass immer wieder ausgehend von diesem Konflikt eigentlich zwischen den Göttern, dem eher fernen, in Alvaran sitzenden Phraios und dem sehr präsenten Pyrdakor und ihren Anhängern, dass das immer wieder zu neuen Spannungen führt. Und ja, dass das kulminiert ein bisschen dahingehend, dass man sagt, naja, was ist der größte Schlag, den man eigentlich ausführen kann? Man spricht der jeweils anderen Wesenheit die Göttlichkeit ab. Das heißt, die Priester, die Praios-Anhänger unter den Geschuppten, verkünden öffentlich, dass Pyrdakor eigentlich gar kein göttliches Wesen sei, also gar keine Verehrung verdiene. Und im Umkehrschluss verkünden dann die Anhänger Pyrs, dass sie sagen, es ist genau umgekehrt und eigentlich ist Praios oder Prps ja ein minderer Gott und in der Rangordnung deswegen deutlich unter Pyrdakor stehend. Und dadurch, dass dann kein göttliches Eingreifen erstmal erfolgt, dass diese kontroverse Frage unmittelbar klärt, gibt es immer wieder im Großen und im Kleinen dann Auseinandersetzungen zwischen den Anhängern beider Götter, göttlichen Wesen. Und das findet aber zunächst auf kleinerer Ebene statt, bis Pyrdakor glaubt, dem Ganzen ein Ende machen zu müssen oder zu können. Und er dann Ankarion den Roten schickt, der wird uns noch einige Male begegnen im Zusammenhang mit den Zwergen dann als wichtiger Antagonist. Und Ankarion ist jemand, der kurzen Prozess macht und der sehr entschlossen ausgestattet mit der Autorität als neuer oberster Priester Pyrdakors nach Cetar kommt und für Ordnung sorgen will, dahingehend, dass er Pyrdakors Anspruch durchsetzt und den der Priester aus dem Weg räumt. Und das geht so weit, dass die Angehörigen der Schinter, also die Kobraköpfigen Echsen oder Schlangenwesen, in den Kämpfen fast vollständig ausgerottet werden, sodass es von denen dann halt nur noch einige wenige gibt, die dann im Verborgenen überleben. Vielleicht hier als Ergänzung, Ankarion, der Rote, den man nicht direkt zuordnen kann, ist ein Kaiserdrache, ein besonders mächtiger Kaiserdrache, wie David schon sagte, den merken wir uns vielleicht wirklich, denn der kommt noch öfter mal vor und der bekommt quasi gewissermaßen hier den Auftritt und das ist natürlich, letztlich tritt ja wieder das ein, was am Anfang des Zeitalters oder nicht des Zeitalters, aber des Jahrtausends hier schon geschehen ist, nämlich Pyrdakor setzt jemand sehr Loyales, der aber von außen kommt in Cetar in den mächtigen Posten ein und es kommt eben dann zu viel Streit und Toten. Was ich eine sehr spannende Aussage finde, ist dann, was die Marus angeht, nämlich in der Historie heißt es dann, dass die sehr Praios-gläubigen Marus, und das ist ja jetzt etwas, was man an die heutigen Marus denkt, wenn man sicherlich nicht als allererstes assoziieren würde, die sehr Praios-gläubigen Marus, von denen bleiben nicht so viele übrig und dann kommt nämlich eher das, wo man sie heute erwarten würde und sie wandeln sich ein bisschen in ihrer Art, sind nicht mehr die edlen Krieger mit einer Art ritterlichem Anspruch, sondern werden so hinterhältige Kämpfer und das ist sicherlich das, was man ja heute auch eher mit einem Maru als einem ritterlichen Ehrenmann verbinden wird. Ne? Man muss ja sagen, dass der Kaiserdrache ja schon vorher da war. Also Ankarion wurde ja auch mit als erster gerufen damals. Damals, ne? als die Kämpfe dort losgingen. Und er wurde ja dann im Pyrdakor, dem er sagt, du lass dich mal woanders nieder, aber nicht zu weit weg. Und er hat er dann in einem verborgenen Tal im Rasturschwall seine Heimat gefunden und später schlüpft dort auch sein erster Sohn Gorfanior. Das erfahren wir in diesem Zeitalter auch noch. Gut, dann kommen wir noch zu etwas anderem, was in diesem Zeitalter passiert ist. Zeitalter ist falsch, was in diesen Jahren passiert ist.
Und zwar, dort hast du es schon mal gesagt, die Elfen waren ja bis jetzt Lichtelfen und lebten ja irgendwo in Salamandra, also irgendeiner Globule. Und dort hat sich ein Elf, nachdem er eine Eingebung seines Gottes Simia bekommen hat, selbst Simia genannt und hat sich dann, hier heißt es 8662, mit Vertrauten rausgewagt. Was ist denn da passiert? Also im Moment, Lichtelfen, sind die nur aus Licht oder vielleicht könnt ihr das nochmal kurz erklären? Ich glaube, in dem Fall bezieht sich das tatsächlich auf die Herkunft, also dass sie quasi aus der Lichtwelt entstiegen sind, aber ja, Raphael ist der größte Elfenexperte unter uns, das überlasse ich mal. Würde ich mal genauso interpretieren, genau. Ganz spannend finde ich aber hier, um das gleich mal aufzugreifen, eine Passage, und David, da würde ich gleich mal deine Meinung auch zu wissen, wo ich davon ausgehe, so wie ich sie lese, dass das eine Interpretation von Calvin ist und nicht eine Setzung, eine offizielle Setzung, wo es nämlich heißt, dass dieser Lichtelf sich den Namen Simia gibt, weil er unbewusst im geistigen Kontakt mit dem Gott Simia ist. Und er heißt dann als Simia, der aus dem Licht trat. Das ist ja tatsächlich eine Frage. Ne? Simia taucht ja mehrfach in der aventurischen Geschichte auf. Er wird bei Inger, bei den Zwergen auch schon mal verehrt. Ich denke, dass eine Interpretation, um damit auch klar umzugehen, was denn Simia ist, für die meisten Leute heute, oder ist auf, weiß ich ehrlicherweise, ob Simia wirklich schon früher existiert hat oder es eine zufällige Namensdopplung ist. Ich tue mich ein bisschen schwer mit der Passage, die da steht. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ja. Darf ich noch ganz kurz, bevor du antwortest? Ja, und zwar, das ist jetzt nicht mehr Calvin, die spricht. Das haben wir ja in diesem Zeitalter gesagt, dass es nicht teilweise ist Calvin, aber auch dann Historiker, Schreiber, andere, die nicht mehr explizit benannt werden. Mhm. Das heißt, dieses Mal kann es auch sein, dass es wieder eine Interpretation dass dieser Person ist, die jetzt hier aber nicht genannt wird. Mhm. So, jetzt aber David. Genau, ich glaube, so viel mehr kann ich gar nicht ergänzen. Also wir sind ja momentan im 10. Zeitalter und im 10. Zeitalter ist Simia tatsächlich eine der 12 alvaranischen Gottheiten, auch noch hat die Herrschaft über das Feuer. So, dass die Rolle vielleicht nochmal prominenter ist als in der aventurischen Gegenwart. Und vielleicht auch das noch. In der zwölfgöttlichen Mythologie gilt Simia als halbgöttliche Wesenheit, als Kind von Ingerim, dem Schmiedegott, und Zar, der Göttin des Lebens. Aber ich habe auch so ein bisschen gehadert mit dieser Passage, genau wie Raphael. Vielleicht ist das auch der Versuch, so ein bisschen alle bestehenden Setzungen miteinander zu verquicken, ohne eine komplett zur endgültig wahren zu erklären. Ja. Es bleibt interpretationswürdig. Ja. Also, schwer der spannende Aufruf, Dennis, wenn wir sonst schon so spannende Fragen kriegen, ob wir in der Zukunft sind oder nicht. Was haltet ihr von Simia? So ein bisschen das. Ja, also ich meine, ich glaube, wenn man einen Elfen oder einen Hochelfen kann man natürlich weniger, aber einen Elfen heute fragen würde, der vielleicht gerade noch ein bisschen mehr Bezug hat, so einen guten Legendensinger, da gibt es ja den einen oder anderen. Der würde sich sicherlich damit schwer tun, dass Simia, der aus dem Licht trat, sich irgendwie hat inspirieren lassen von einer oberen Entität oder was auch immer. Und es lässt sich ja auch wirklich schwer. Also, wir nehmen es mal an, dass es hier so steht, aber mit Simia ist irgendwie für mich primär immer der Elf, genau dieser Elf Simia. Und dass da eine Namensgleichheit und dass da eine andere, das natürlich ist es schwierig, dass er auch bei Zwergen angebetet wird, da bin ich auch bei. Oder angebetet ist vielleicht nicht, aber dass man ihn da achtet. Aber. Also, so ist es. Ja, irgendwie musst du das schon recht, David. Man muss da verschiedene Setzungen übereinander bringen. Das ist wahrscheinlich der sinnvolle Weg hier. Ja. Gut, die sind dann in den Samalamandersteinen entlang der nahen Flusstäler und sie erreichen sogar Albernia im Westen und das Bornland im Osten und streifen durch den dichten Mittwald, der das Herz des Kontinents bedeckt. Und um 8200 wurde dann auch die erste elfische Siedlung am Lorsol und am Mantlaril, die Namen, gegründet. Und sie haben in dieser Zeit auch das Goblin-Heiligtum hinter den Donnerbachfällen gefunden und haben die Goblins gleich mal vertrieben und hier einen Wachposten vor Gefahren der fremden Völker eingerichtet. Also das ist wiederum ein sehr wichtiger Hinweis für die
diejenigen, die in der Jetztzeit spielen, weil dieses Heiligtum ist auch heute ja noch sehr präsent, ne? Unter den Donnerbach-Fällen, da liegt bekanntermaßen heute ein wichtiges Rondra-Heiligtum, also sprich, da taucht es zum ersten Mal auf, ne? Da haben schon sich Goblins umhergetrieben, da haben sich Elfen umhergetrieben, heute ist es Rondra zugeordnet, also ein sehr geschichtsträchtiger Ort, den Helden auch heute wahrscheinlich eher in Rondra-Glaubensfragen aufsuchen können, ne? Ja, und in zeigt das auch, ne, dass die Elfen eben auch in eine Welt gekommen sind, die schon bevölkert ist, und egal in welche Richtung sie sich ausbreiten, stoßen sie eben auch auf Völker, die dort schon leben, seien es die Goblins, seien es auch die Orks, was dann auch schnell zu Reibungen führt, weil die Konzepte und die Vorstellungen, die diese beiden Völker haben, sehr unterschiedlich sind. Und wir kennen ja in der Methuschen Gegenwart die Elfen als sehr zurückgezogen lebende Völker, die eben in den dichten Wäldern sind oder in der eisigen Ödnis im Norden. Und ja, das ist tatsächlich eine Zeit, wo die Elfen so ein bisschen auch noch sich ausbreiten und eben ihre Gebiete erweitern. Mhm. Ja, und sie treffen ja auch die Wildhaarigen. Wer sind denn die Wildhaarigen? Achso, damit sind die Orks im Wesentlichen nur gemeint, von denen wir ja schon wissen, dass sie quasi alteingesessen sind, weil sie schon seit mittlerweile über, weiß ich nicht, fast 20.000 Jahren in Aventurien sind. Und die Elfen erst einmal als Neuankömmlinge gewissermaßen begrüßen, ja. Und die Orks zu dieser Zeit ja auch Gebiete besiedeln oder besetzt haben, wie Albernia oder Teile auch von Garethien und Greifenfurt, die wo sie heute nicht mehr so häufig vorkommen. Und genau, von daher ist das damalige Orkland oder auch Orkreich oder die Gebiete, die von Orkstämmen kontrolliert werden, ein gutes Stück größer, als wir es so aus der aventurischen Gegenwart kennen. Mhm. Gut, und möchtet ihr noch was zum Sagen, zu dieser Zeitreihe sagen? Ansonsten würden wir nämlich hier jetzt einen Cut machen und im Anschluss die nächste Folge aufnehmen, 8000 bis 7250. Und mir keine Ergänzung hier. Ich glaube, ich habe sonst auch nichts mehr hinzuzufügen. Okay. Dann noch ein Hinweis, weil ich auch gefragt wurde, der Podcast, wenn ihr den nur über den allgemeinen Feed gefunden habt, über den dicken Preußen, ihr könnt jetzt auch bei Spotify und überall direkt nach der aventurischen Geschichtsstunde suchen, also aventurische Geschichtsstunde einfach eingeben, und ihr kommt auch zu dem Feed, wo ihr dann nur die Folgen aus Aventurien bekommt. Gut, dann, ich danke euch beide für eure Expertise. Euch da draus danken wir für eure Zeit. Fragen, Wünsche, Anregungen, gerne lasst sie uns irgendwie zukommen. Und dann schönen Abend, schönen Morgen, Mahlzeit und bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Und nun sind die Runen geschmiedet.